Servus und herzlich willkommen zum neuen Part von Raft. Tja, heute wird der Max wieder mit dabei sein. Ich habe ein bisschen was vorbereitet auf seit dem letzten Stopp. Und ich bin jetzt dann mal gespannt, was der Max dazu sagen wird, wenn er hier mit online kommt. Ich habe hier nur ein kleines bisschen umgestellt. Mittlerweile habe ich auch schon richtig viel gesammelt. Und wie ihr seht, habe ich auch das Schiff hier so ein kleines bisschen weiter ausgebaut. Ich denke, dass ich hier so den Break machen werde. Das sind, glaube ich, jetzt 15 Netze hier am Start. Und das Ganze soll natürlich auch noch hier nach hinten ausgebaut werden. So. Ich würde sagen, bis der Max kommt, werde ich hier noch ein klein bisschen Zeug vorbereiten. Ich werde auch noch ein bisschen die Sachen einsammeln und dann werde ich mich quasi mit ihm gemeinsam nochmal hier auf die Reise begeben. Insofern würde ich sagen, mache ich jetzt einen kurzen Schnitt. Ich werde noch ein bisschen Zeug hier in den Sammler rein, also in den Brennofen hier reingeben, dass es geschmolzen wird. Und hier so ein bisschen das Zeug einsammeln, was mittlerweile in den Netzen gefangen wurde. Beim letzten Floß, was ich geholt habe, habe ich zumindest hier ein Fischeintopfrezept und Früchtekompott bekommen. Das packe ich dann natürlich auch da vorne in die Kiste rein. Und ich denke, dass ich dann wieder zuschalten werde, wenn die Sonne da vorne am Horizont wieder aufgeht. Insofern sage ich bis gleich und ja, freut euch auf die Folge heute. Ciao. Also Leute, es geht weiter. Max ist jetzt auch gleich da. Unser Sandman kommt hier gleich irgendwo aufs Boot gehüpft. Ich weiß nur noch nicht wo. Servus. Wo bist du? Ich hab noch Load. Jetzt wird's gleich. Yes, und da ist er. Wow, ich bin da. Du heilige Scheiße. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Uiuiuiui. Ich glaube, du erkennst so die ein oder andere Veränderung. Ich meine, der Turm, der steht immer noch da. Na? Eine oder andere Veränderung? Ich glaube, das ist noch leicht untertrieben. Ja, also erstmal ein Hallo von dem Captain Bovers. Ach was. Cool. Oh, warte, ich hab vielleicht sogar eine Willkommensmusik für dich. Oha. Ja, ich hatte tatsächlich das Glück, die Insel zu finden, auf der das Wrack war. Ach nein. So, okay. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass hier so ein bisschen Wellengang ist, aber naja. Kein Problem. Ja, wird ja doch ganz schön groß, ne? Ja, es wird. Also das ist aber jetzt auch so die äußere Grenze vorerst. Vorerst. Also ich denke, dass das jetzt erstmal wirklich reicht mit Fläche. Ich habe hier auch in der Ecke schon angefangen und habe mal hochgebaut ein Stück, weil mich einfach dieses Wasser nervt. Ne? Ja. Ich dachte, das wäre ganz chillig, wenn man hier auf dem Stuhl sitzt und dann das Segel drehen kann, aber leider funktioniert das nicht. Also von daher. Wasserspender habe ich hierher. Das ist quasi so Notwasserspender. Sollte man wirklich mal aus dem Wasser kommen, weil man Durst hat und es nicht schaffen, hier zu den Wasserspendern zu kommen, die ich im Übrigen zwei Stück schon produziert habe. Okay. Ja, ich glaube, da hat sich noch nicht sehr viel getan. Ne? Oh, apropos, gerade knurrt mein Magen. Ja, meine auch. Oh, dann nimm dir die andere Kartoffel bitte. Warte. Mach ich mal schnell Wasser. Ich bin schwerst beeindruckt. Ja, es hat sich ein bisschen was getan, aber es ist klar, nachdem ich die letzten Parts jeweils abgedreht habe, habe ich dann natürlich immer auch gleich noch gesammelt ein bisschen. Ja. Na, also von daher. Nur schnapp dir doch mal die Kartoffel, dass ich hier nachlegen kann. So, los, ja, los. Entschuldigung, du bist noch geplättet, ich weiß schon. Ich muss mich erst kurz zurechtfinden. Ich weiß gar nicht, ob ich noch auf demselben Boot bin oder ob ich natürlich irgendwie schon. Oh, und ich habe hier was für dich. Guck mal. Cool. Ja, kannst du dir jetzt als Wasserflasche natürlich nutzen. Ah, ich glaube, der Hai kommt. Nee, kommt doch nicht. Ich habe hier oben in der Kiste. Beim Segel ist quasi so ein bisschen Zeugs halt zum Nachfüllen. Das heißt, du kannst dir da gerne was rausnehmen.
Ich habe einen Eisenhaken noch bei mir einstecken und ich habe auch einen Ersatz. Und ich bin gerade am Produzieren von Clipper. Und mich nervt es gerade ein bisschen, dass es so regnet. Ja, das andere ist, ich habe hier geankert. Nur mal so zur Info. Ich habe geankert und zwar, weil, wenn du über den Anker quasi hinweg schaust von der Seite aus, ist dort im Horizont eine Insel, die man jetzt leider nicht sieht. Und da habe ich mir gedacht, also entweder wir gehen auf diese Insel, was eine 0815 Insel ist, oder wir treiben noch ein bisschen weiter, weil nämlich nicht sehr viel Holz vorrätig ist. Und ich meine... Das würden wir ja auf der Insel auch finden. Holz? Naja gut, ja. Da finden wir wahrscheinlich 10 Holz, wenn wir 4 Bäume haben oder sowas. Also es ist nicht gerade viel. Hast du jetzt geangelt? Ja, schau mal, wie weit ich den werfen kann. Ja, der Eisenhaken, der fliegt wirklich richtig schön weit. Nein, das ist der normale Haken. Dum, 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 dum. Wirst du wohl weggehen? Das ist der normale Haken gewesen. Ja, wenn du sehr hoch, oh, 5% hatte der nur noch. Ich merke gerade, dass ich Hunger habe. Und Durst. Wie viele Haie haben wir eigentlich schon erlegt, wenn hier 18 Köpfe drin sind? Ja, ich habe gerade vorhin nochmal einen erlegt, weil der schon wieder am Boot geknabbert hat. Also der, was jetzt gerade hier rumschwimmt, ist schon wieder neuer. Oh, okay. Also und die Wassersammler, die stehen auch tatsächlich so, dass du dich nur drehen musst. Also du musst nicht groß hin und her laufen oder so, sondern es geht tatsächlich mit einer Drehung. Ach ja, hier wollte ich auch noch. Jetzt esse ich erstmal eine. Dass ich ein bisschen hab. So. Dann wässere ich die gleich mal. Weil wir brauchen ja, Mist, das Gemüse. Du kannst eine Batterie und eine Leiterplatte lernen. Ja, die kann ich lernen. Warum lernst du sie dann nicht? Ja, halt so nach und nach in den Parts. Ne? Also ich habe jetzt da nicht wirklich drüber nachgedacht. Das Wichtigste war mir das, was du in der Hand hältst, um die Taucherflasche nämlich herzustellen. Weil ich habe extra 4 Flaschen hergestellt, sodass du eine Trinkflasche hast. Und dass wir auch 2 Taucherflaschen quasi herstellen können. Ja. Genau. So, jetzt sollte man die Insel, glaube ich, auch sehen, wenn man recht weit vorgeht hier. Ja, ich sehe sie. Ja, ist nur die Frage, ob wir wirklich dahin wollen, weil das ist, wie gesagt, eine 0815 Insel. Ob wir nicht noch ein bisschen einfach so dahin schwimmen und noch ein bisschen Holz sammeln. Jo. Okay, ich meine, richtig, ist beschlossen. Richtig spannend. Richtig spannend wird es eigentlich erst ja dann auf den großen Inseln. Ja, ich will mal nicht zu viel verraten, was wir da alles entdecken, aber... Ja. So, dann mache ich mal die Batterie schnell. Nötig zur Versorgung von elektrischen Maschinen. Ich dachte eigentlich, das hatte ich schon. Aber dann habe ich mir das aufgehoben. Und die Leiterplatte, häufig verwendet für elektrische Maschinen. So, nein, raus da. Und ich habe immer noch Hunger, so wie es ausschaut. Ich habe mir nämlich nur schnell eine Kartoffel reingezogen. Aber das war nicht genug. Ich habe auch fleißig geangelt. Allerdings war ich dann so beschäftigt mit Sammeln und so weiter, dass ich dann doch alles aufessen musste. Tja, okay. So ist es halt, ne? So, jetzt nehme ich mir mal hier noch... ja, ein paar Fische sind hier noch drin im Lager. Die muss ich eh mal raustun. zack. Und dann fülle ich nämlich da gleich wieder auf, weil wir brauchen ganz viel von diesem Clipper-Zeugs. Aber das weißt du ja auch, ne? Ich habe nämlich schon vor, dass wir Taucherflaschen herstellen. Eben auch Flossen und sowas. Und da brauchen wir ja einiges. So, wie schaut es denn aus überhaupt? Ist da jetzt ja gerade einer am... knabbern? Nein. Genau, Taucherflaschen, wie schaut's aus? Ich kann mit noch weiteren 8 Seilen zumindest 2 Taucherflaschen herstellen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann kann ich dir nämlich eine geben. Schmeiße ich dir gleich mal hier zu Füßen. Wir brauchen Eisen. Ja, Eisen brauchen wir definitiv, weil das habe ich für Speere zum Beispiel verbraucht
und auch für die Haken. Okay. Weil einen großen Grill hast du ja noch nicht. Nein, habe ich noch nicht. Und das wäre jetzt halt quasi heute auf meiner Liste. Von daher würde ich sagen, die haben wir ja ausgelassen, die Insel, aber die nächste, die uns in die Quere kommt, die werden wir dann entern. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt gucke ich mal noch wegen den Flossen. Ich brauche noch mindestens 5 Schleimis. Der Kunststoff ist jetzt weniger das Problem. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch eine Taucherflasche wie du. Ich sollte mal meine Flasche hier auffüllen. Dass ich dann immer schön was zum Trinken dabei habe, wenn es knapp wird. Oh, Sekunde. Gut, dann kann das nämlich schon mal laufen. Die mit dem Feuer von dem Süßwasser, die lasse ich eigentlich nur so stehen, dass die wirklich für den absoluten Notfall genutzt werden können, weil die kosten einfach Planken und die sind manchmal sehr knapp. Wie gerade im Moment. Genau, und da ich ja dieses Loch hier noch zubauen möchte, also die vorletzte Reihe ist natürlich auch wieder mit Netzen, das ist ganz klar. Ja. Ei, ich habe keinen Speer. Habe ich dir doch einen in die Kiste? Oder habe ich dir den nicht in die Kiste? Ich glaube zumindest, dass du da einen drin hast. Nee. Nee, also hier oben ist keine. Was? Warte mal, habe ich dir da nicht einen hergestellt? Oh, warte mal. Nee. Ich dachte, ich habe dir einen hergestellt. Und habe den dann eben da mit reingetan. Ja, ich wollte gerade sagen, das Segel muss ein kleines bisschen anders ausgerichtet werden. Ich habe mich immer sehr darauf verlassen, wie dieser weiße Streifen da im Wasser ist. Und habe das dann immer das Segel so minimal eingestellt, dass ich quasi immer gerade gefahren bin. Und so hatte ich sowas von viel Beute. Also wirklich immer geschaut, dass ich in diesem Fahrwasser bin. Dadurch kam so viel Zeug zusammen. So. Ups. Jetzt sammle ich auch mal wieder. Okay. Wohin steuerst du? Darum? Oder geradeaus? Weil da kommen. Geh mal ein bisschen weiter links. Jo. Und jetzt wieder eher gerade. Ja. Ich guck mal ganz kurz, wie hier. Ah, schon wieder Hunger, sag mal. Ich sollte mehr auf meinen Essenshaushalt achten. Und ich habe nichts draufgelegt. Warum habe ich da nichts draufgelegt? Frechheit. So, warte mal, da ist aber doch bestimmt was fertig. So. Zumindest den mal essen. Okay, ich glaube, das läuft ganz cool. Also wir fahren ein bisschen schräg, aber also klar, das ist normal, weil ich habe 2 Floße oder sowas gehabt und die haben mich dann immer ein kleines bisschen gedreht. Wohin das Banner jetzt genau zeigt, ich weiß es nicht. Das soll eigentlich in die Richtung zeigen, wo man fahren sollte, aber das haut irgendwie überhaupt nicht hin. Die weht nämlich immer in die Richtung. Okay. Hab keine Ahnung, warum. Bug. Ja, das kann sein. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen nach links gegangen mit dem Segel. Clipper ist fertig. Was ist fertig? Oh, Clipper. Oh ja. Clipper. Clipper die Clipper. Den brauchen wir ganz dringend, denn wenn wir auf Tauchgang gehen, dann möchte ich gerne ausgestattet sein. Möwe ist auch noch da, ja? Ja, obwohl ich schon, da müsste Hühnerfleisch, also Keule. Ach, die hast du beide gegessen? Ja. Na gut. Ich soll mich jedes Mal wieder heimfühlen. Also tue ich das? Ja, hast du recht. Oh. Aber es wird nicht der letzte und erste Vogel gewesen sein, oder wie sagt man? Ist da jetzt schon wieder ein Hai? Nein. Es platscht nur manchmal so.
So, mit Füßen erfüllen, dann kann ich da auch gleich wieder nachfüllen. Also bevor du die Flossen machst, ja, würde ich lieber noch zwei Glibber nehmen, eine Leiterplatte herstellen und die dann erforschen. Ja. Weil wenn wir die nämlich haben, dann können wir nämlich den Empfänger machen. Oh ja. Und die Antenne. Oh ja. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, das wäre wirklich interessant. Und das würde sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr rentieren als Flossen. Du hast recht. Ja, also ich muss nicht unbedingt mit Flossen tauchen. Was auf jeden Fall hilfreich ist, ist die Taucherflasche. Ne? Ja. Also die ist ja schon wirklich sehr viel wert. So, die nächsten Kartoffeln gleich wieder draufgeschmissen. Okay, nee, dann lasse ich das mit den Flossen. Die hätte ich nämlich jetzt schon fast hergestellt. Ich habe jetzt halt 7 Clipper. Und du hast gesagt, die Leiterplatten. Ja. So, wo seid ihr? Bei brauchst Zubehör, genau da. Kupfer und Kunststoff. Kupfer brauche ich. Kunststoff hätte ich gehabt, aber ist egal. Einmal Leiterplatte. Die muss ich ja eh erst erforschen, ne? Ja. Also insofern muss ich die jetzt auch gleich schon wieder opfern. Aber das ist halt so. So, damit können wir lernen. Einmal Antenne wird mit dem Empfänger verwendet. Dann einmal den Sprinkler. It seems to need a battery. Und, was war das? Empfänger, nötig zum Auffinden von Funksignalen in der Nähe. Alles klar, dann haben wir das schon mal. So. Wo war jetzt... Na, die Batterie, die müssen wir halt bauen, ne? Ja. Genau, und da brauche ich... Der Hai, da hinten in der Ecke ist der Hai, ich hab immer noch Ja, wir brauchen Eisen, ne? Verschwind! Ah! Fix. Ja, einmal hast du ihn erwischt. Naja, einmal. Einmal ist besser wie kein Mal, ne? No. So. Ich mach mal kurz hier das Karree fertig. Ich hoffe, das reicht jetzt. Nein! Ein Brett fehlt mir. Aber das habe ich gleich. Oder du setzt es hin. Okay, perfekt. Wunderbar, okay. Also ich möchte auf jeden Fall das komplette Boot, im Übrigen ist da vorne ein Floß, ich möchte das komplette Boot auf jeden Fall erstmal auf diese Halbhöhe bringen. Okay. Weil das ist schon mal für mich die Grundlage, dass hier kein Wasser mehr drüber schwappt. Und wenn es dann doch ein Tropfen ist, das juckt mich überhaupt nicht. Und darauf würde ich dann quasi aufbauen. Also dann eben auch mit den langen Stelzen und so. Genau. Oh, okay. Ja. So, jetzt würde ich erst einmal sagen, ich schaue, dass ich das Floß hier bekomme. Das sollten wir auch gleich haben. Ich habe dann schon wieder 2 Berge aus dem Wasser. Oh, das ist cool. Das heißt Eisen. Ja. Was ich einmal gemacht habe, als ich jetzt alleine war, ich habe dann quasi zu den Floßen hingesteuert. Hab dann, genau als ich beim Floß war, dann den Anker geschmissen und dann konnte ich in aller Ruhe da drüber springen und hatte nicht die Hektik. Genauso, wenn ich den Hai gekillt habe unterwegs, habe ich einfach Anker geschmissen, habe den in Ruhe gefarmt. So. Okay. Das dreht uns wahrscheinlich jetzt auch gleich ein bisschen, dieses Floß. Ups. Ja, ich habe ja den Anker nicht geschmissen. Ich habe jetzt einfach gedacht... Ja, ich habe schon... Müsste untergehen. Ja, das dreht uns sogar etwas. Ja. Finde ich ein... Okay. Wo sind die Berge? Da sind die Berge. Dann wollen wir doch da mal hinsteuern, oder? Hätte ich gesagt. Weil das bringt uns auf jeden Fall das notwendige Eisen, was wir noch brauchen. Und ja, dann machen wir es auch wieder so, dass einer den Hai beschäftigt und der andere eben farmen geht. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ja, sag mal. Oh ja, ich auch, verdammt. Mir knurrt die ganze Zeit der Magen. Habe ich eigentlich... Die Angel habe ich doch, glaube ich, auch da rein in die Kiste. Jep, die habe ich da rein. Und dann werde ich, so, bis wir beim Boot sind, vielleicht noch die Angel ein- oder zweimal auswerfen. Man kann angeln und das Ruder drehen. Das ist doch das Segel drehen, meine ich. Das ist doch mal cool, oder?
Ja, das schaut doch gut aus, oder? So, soll ich ankern? Ja, ich gehe mal zum Anker. Behältst du die Insel im Auge? Jo, soll ich noch ein bisschen wegdrehen von ihr? Ich würde sagen, schmeiß den Anker jetzt. Ja. Perfekto. Das würde ich sagen, ist wirklich perfekt geparkt. Oh ja. Na, geh her. So. Oh, ja. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Warum tust du sowas? Na, und wir wissen gefährlich, ja, ne? Gefährlich. Und wir wissen ja, es ist Mist, wenn man dann kein, wenn man dann stirbt und nicht gefunden wird. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, das passiert mir nicht. Ich habe immer darauf geachtet, möglichst noch volles Leben zu haben, wenn ich irgendwie ins Wasser ging, um mit dem Hai zu kämpfen. Okay. Weil alleine, wenn du bist, dann ist vorbei. Also da. Ja. Ich fülle jetzt gerade nur ein bisschen Vorrat, weil ich glaube, dass jetzt auch demnächst mal Sonnenuntergang sein wird. Insofern schaue ich jetzt, dass wir ein bisschen Essen hier ran schaffen. Ich mache halt dann einfach nochmal Holzangeln. Das ist ja egal, Hauptsache es kommt Futter in die Bude. Mal gucken, ob das wirklich hinhaut mit der Angel, dass ich bis dahinter laufen kann. Aber ja, es geht. Habe ich jetzt einen Flugfisch? So, ich glaube, das wird das letzte Angeln sein oder das vorletzte. Da ist jetzt dann gleich Ende bei mir. Mein Inventar leer, bevor wir ins Wasser gehen? Ja, auf jeden Fall. Das alleine schon wegen dem Platz. Mhm. Du hast den neuen Haken genommen, ne? Nö, ich habe den Plastikhaken noch, den etwas älteren, der mit halber Haltbarkeit. Aber da knabbert, glaube ich, ein Hai schon wieder an uns rum. Ja, genau. So. Der war alles. Oh, ich habe nur noch ein Holz. Wie kann das denn sein? 46 Holz. Okay, dann hast du gesammelt, weil ich kann hier nicht weiter reparieren. Ich hatte nur noch eine Planke. Das ist cool. So, ich schaue jetzt auch mal, dass ich mich ein bisschen fülle und vor allem die Fische gleich mal hier drauf schmeiß. So, einmal den Hering und einmal die Makrele. So, jetzt habe ich ja noch 16 von dem Seetang. Ich würde auch sagen, die schmeiße ich noch für weiteren Clipper hier rein. So nach und nach. Weil mit Taucherflaschen ist einfach schöner, ganz ehrlich. Was? Wo ist er? Lass ihn mich pieken, lass ihn mich pieken. Oh. Es könnte sogar sein, dass ich den schon einmal erwischt habe. Das heißt, er hält nichts mehr aus eigentlich. So, ja, es sind zwei, die hier rumfliegen. Ich hatte jetzt 15 Kupfer. Hast du mir alle Kupferbarren zugeschmissen? Ja. wir haben auf jeden Fall genügend Material, glaube ich, um auch nochmal einen zusätzlichen Wassersammlerreiniger zu bauen. Ja. Ja, aber mit zwei oder beziehungsweise mit vier kommen wir ja eigentlich ganz gut hin. Ja, es sind halt die, was Brennstoff brauchen, ne? Und wie gesagt, die würde ich halt wirklich nur im äußersten Notfall. Aber die zwei großen, die reichen ja eigentlich in der Regel. Ja, im Grunde schon. So, dann habe ich das da weg. Dann habe ich die Bürstel da weg. Dann tue ich den Kunststoff weg. Da habe ich wieder einen rohen Lachs. So. Oh, ach so, okay. Jetzt Kartoffeln draufgelegt. Wolltest du? Zu spät. Okay, ich habe Taucherflasche, ich habe mein Wasser. Ja. Genau, ich wollte eigentlich für jeden von uns, also für dich und für mich, jeweils eine Kiste machen, die wir uns dann quasi, was weiß ich, ans Kopfende zum Beispiel stellen. Da kann man dann eben sein Zeug reintun, wenn wir zum Beispiel Tauchgang machen, dann brauche ich keinen Paddel, dann brauche ich keinen Becher und sowas, dann kann man das genau da reinschmeißen. Allerdings, das Schlafgemach würde ich irgendwie vielleicht in der Mitte des Ganzen platzieren. Ja. Oder wir machen den Funkturm in die Mitte, ich bin mir nicht so sicher. Na, den müssen wir ja sowieso einen Stock höher machen, ne? Ja, das auf jeden Fall.
auf Stelzen stellen, also nicht da auf die Böcke, sondern Stelzen stellen. Ja, ganz genau. Also ich möchte halt, wie gesagt, alles halb hoch und dann darauf dann die hohen Stelzen. Auf dem die Stelzen. Auf dem hier, ja. Okay. Quasi nochmal eine Doppelstelze hier drauf. Also nicht so ein halbes Ding, weil das ist ja noch vom letzten Mal ein Überrest, sondern hier quasi eine lange. Ah, okay. Genau. Also eineinhalb sind wir dann hoch, wenn wir das gebaut haben. Aber gut, dazu fehlt noch ganz viel Material. Und jetzt ist eh gerade Nacht, deswegen schiebe ich nochmal Clipper nach. Und lege noch die nächsten zwei Fische auf dem Rost. Na gut, oder ich würde Holzplanken setzen, ich habe allerdings keine. Du bist für das Holz zuständig. Wo ist denn eigentlich das ganze Holz hingekommen, was wir hier in den Kisten hatten? Ja, schau dir das Floß an. Ach ja, da war ja was. Da war doch was, ja. Na, ich habe dann auch gedacht, hier in die Ecke würde ich gerne quasi so die Pflanzenecke stellen und die wirklich dann auch bis hier nach vorne ziehen. Also bis hierhin, wo dann das Netz ist dann noch. Okay. Ne, so dass halt das alles innerhalb von dem Netzquader ist. Genau. Mhm. Da hätten wir eine lange Reihe. Wir können da hinten dann auch noch einen Sammler. Dann hätten wir hier vielleicht einen Eingang. Genau, ja. Mal gucken. Es wird ja entstehen so im Laufe der Zeit und manchmal kommt es eh anders, als man denkt, ne? Oh ja. Wenn ich bedenke, wie oft ich mein Boot umgebaut habe. Oh. Ja. Also, was heißt lange? Das war oft eigentlich. Ja. Ich bin immer noch am Ausbauen und Umbauen und Umstrukturieren. Das glaube ich dir. So, ich tue mal den Clipper hier noch mit rein, den ich jetzt gerade hier so in meine Tasche glitschen habe. Wo waren jetzt die Steine? Da waren die Steine. Weg damit. So, ich habe einen Eisenhaken noch in Reserve, der andere ist gleich kaputt. Ja. Hi! So, diesmal von unten. Die Sau hat aber trotzdem kaputt gemacht. Ja. Ah, und ich habe auch erwischt. Naja, gut. Ich hab's gesehen. Ich würde gern das Stück einsetzen, aber ne, du weißt ja, Holz und so habe ich keins. Aber habe ich in die Kiste gelegt? Könntest du wo? Wie? Was? Rezepte? Nein. Nein, Rezepte, ich werde. Nee, hier nicht. Ah, siehst du? Hier. Okay, dann nehme ich mir mal 20 raus. So. Dann würde ich sagen, ich könnte noch den einen Fisch hier vertragen, dass ich vom Essen her auch gut gesättigt bin. Leider ist die Angel kaputt gegangen. So, also rein theoretisch wäre ich bereit zum Tauchen. Ja. Auch. Ich müsste eigentlich Nacht nur noch die Taucherglocke. So, Kartoffeln muss ich nicht mitnehmen. Die schmeiße ich jetzt mal da rein. Ja, eben, es ist Nacht. Das ist eben das Problem, ne? Dann könnten wir uns jetzt höchstens hinlegen. Ja, hinlegen, ja. Na, dann sollte das ja schnell gehen. Alle Spieler müssen schlafen. Das heißt eigentlich jetzt, ich kann mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, schon dabei. Nee, ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder wach. Ja, ich auch. Man glaubt gar nicht, wie schnell eine halbe Stunde rum ist. Das ist Wahnsinn. Ja, so, haben wir schon eine halbe Stunde, oder? Wir haben schon eine halbe Stunde, ja. Das ist der Wahnsinn. Oh, wow, krass. Ja, also wir sind jetzt bei, auf meine Uhr 28 Minuten. Von der Aufnahme her. So, aber nichtsdestotrotz, würde ich sagen, wir gehen hier mal runter. Ne? Also da ich ja noch ein Viertel Eisenspeer habe, würde ich jetzt sagen, ich beschäftige den Hai. Okay, gut. Weil du hast ja nicht. Versuche ich mal. Nee, ich habe keinen. So, ich sehe auch keinen Hai. Ich hab ihn gespürt. Ich weiß bloß nicht, wohin er abgetaucht ist. Ah, der ist gar nicht abgetaucht, der ist hier flach weggeschwommen. Komm her, du Sau. Du Hai.
Hi, hi. Das Schöne ist, ich muss jetzt nicht unbedingt gleich auftauchen. Das andere ist aber, wenn ich Oberwasser bin, verbrauche ich die Taucherflasche nicht, ne? Vielleicht sollte ich, wenn ich jetzt mit dem Hai kämpfe, gar nicht die Taucherflasche anziehen. Das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller. Ja, Ich lasse lieber. wenn du eh unter, also knapp unter der Oberfläche bist. Eben, dann kann ich immer wieder auftauchen. Du bist schon am Farmen, oder? Ich bin am Jetzt. Farmen, ja. Na gut, ich denke, dass es dann auch mal wieder High Stake geben wird. Ich meine, jetzt habe ich ihn dreimal, glaube ich, getroffen. Oh, Dann. er kommt zu mir, er kommt zu mir, Was? er kommt Wo? zu Wie? mir, er Wo? hat mich, er hat mich, er hat. Ah, er beißt mich. Die Sau. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Geh aufs Boot, würde ich jetzt mal sagen. Heil dich. Komm her, Hai. Hi. Hier bin ich. Na also. So, dann gehen wir mal ganz kurz hoch. Und vielleicht sollte ich ein bisschen wegschwimmen, dass ich ihn ein bisschen weiter weg beschäftige. Aber ich muss auch sagen, ich habe Haiköder hergestellt. Zwei Stück, aber der Hai ist tot. Der Hai ist tot. Ab ins Wasser mit Ah, dir. ich bin schon im Wasser. Ich bin halt auf der anderen Seite runter. Okay. Dann warte mal. Dann ziehe ich jetzt nämlich auch meine Taucherflasche an. Und dann gehe ich nämlich auch natürlich mitfarmen. Ist ja ganz klar. Ich habe hier eine Hütte Hab ich schon. entdeckt. Ach, die hast du schon. Aber Ton ist da noch. Ja, ich habe auch jetzt nur mal Die den Kiste. Schrott geholt. Ah, cool. Das ist cool. Soll ich die Also ich Steine mache jetzt überhaupt eigentlich sammeln? gerade nur, ich mache jetzt nur Schrott, ne, Steine, ne, gut für, vielleicht für die Pfeile, aber Ja, ich weiß, eigentlich. ich weiß. Ich gehe ja schon hoch. Ich tauche ja schon auf. Ich habe auch nämlich nur noch halb Leben. Das heißt, wenn der Hai kommt, dann wird erstmal für ihn Festmahl. Ja, solange ich dich wieder finde, ist das kein Problem. Ja, ich kann mir nur nicht merken, wo ich bin, ist das Problem, ne? Naja, vielleicht beim Auftauchen mal kurz gucken, wo du denn oben bist. Ja. Oh, wo bin ich hier eigentlich? Ah. So. Aber das ist so schön, wie weit man da tauchen kann und wie lange. Ich sammle jetzt wirklich nur Schrott erstmal, Ja, ne? mach das, Dann mach kannst das. du Das dich wegen ist auf die cool. anderen Materialien Ich sammle hier oben so ein bisschen fokussieren. Ton und den Tang. Na, ich denke, das ist Mein so. Haken ist gleich Meiner hoch. auch. Hast du keinen Ersatzhaken? Den hatte ich, aber der war ja nur halb voll. Oh, dann muss ich dir quasi den anderen Haken geben, weil ich habe nämlich nur noch den hier. Und der ist jetzt auch tot. Nee, mach du weiter, ich mach mir schnell einen neuen. Oh, jetzt dachte ich schon, da kommt der Hai dabei, warst du das? Erschreck mich doch nicht so. Entschuldigung. So. Eisentechnisch oder sowas. Was halt auch gut wäre, wäre mal einer von diesen Guggels. Das weiß jetzt natürlich kein Mensch, der das Spiel nicht gemacht Ah, hat, ja. was das ist, dieser Guggel, aber ich möchte den Guggel gerne haben. Ja, Na gut, das wäre schon nicht schlecht. der wird uns auf jeden Fall begegnen, und bei den großen Inseln. Das stimmt. Hai sehe ich noch nicht. Aber ich habe jetzt auch kein Eisen irgendwo gesehen. Ich habe zwei Eisen habe ich schon Ja, gefunden. aber ich gucke gerade. Ah, da unten. Ich sehe was blitzen. Ist das Eisen? Ja, das ist Eisen. Das ist schön. Eisen ist jetzt im Moment irgendwie sehr viel rarer als Kupfer. Stimmt, ja. Oh, hier ist ja noch eine Seite, die ist ja noch voll mit allem möglichen Zeug. Da muss ich hier mal kerzengerade noch mal runtergehen. Also noch ist das Haiwürstchen nicht da. Ich habe auch noch nicht gesehen und auch noch nicht gespürt. Ja. So, und 3, 2, 1, abtauchen. Ich bin gerade bei unserer Ankerschnur. Ich bin auf jeden Fall irgendwo. Das ist so vieles sicher. Ja. So. Wow. Wow. So viel Zeug hier. Schrott.
Oh, der hat. Ich am Arsch bin ich jetzt erschrocken. Oh, da ist eine Kiste. Ui, mit 10.000 Millionen Blanken. Au, die. Dass du mich aufhören zu beißen hier. Ich muss jetzt eh schon hoch, weil ich irgendwie schon Sauerstoffmangel habe. Na komm her. Wenn der mich jetzt. Ah, verdammt, der hat mich nochmal erwischt. Wenn er mich nochmal erwischt, dann bin ich tilt, weil ich bin schon grau. Ich bin tot. Ja, ich sehe dich, aber. Ich habe ganz viel Zeug. Ja, aber ich sehe dich. Rett mich. Also. Ja, ja, das ist gut. Ich muss nur irgendwie warten, dass der Kamerad ein bisschen weggeht. Ja. Schmeiß doch einfach einen Haiköder ins Wasser. Nee, es sollte klappen. Ah, ich sehe. Ah, und es hat funktioniert. Und genau da, wo ich jetzt quasi war, da ist noch unten einiges an Zeug. Vielen Dank für die Rettung. Ja, bitte. Rechnung kommt. So, ich muss jetzt natürlich erstmal wieder regenerieren. Dann trinken wir mal hier unsere Flasche. Jawohl. Ach, das ist toll. Dafür wird sein Bruder jetzt gegrillt. So, oh, wir haben sogar 6 Stück von den Haiflanken. Ich hau mir jetzt gleich mal eine ins Gesicht. Gehst du weg da? Ah, verdammt. Wie ist denn der? Wer? Der Hai. Der Hai? Weiß ich nicht. Ja. Aber vom Part her würde ich sagen, würde ich jetzt mal den Cut machen wollen. Also, okay. Weil wir sind jetzt bei 35 Minuten. Also, wenn du willst, wir können ja gerne auch die Mittwochsfolge und eine Donnerstagsfolge drehen. Ja, gerne, wie du möchtest. Ja, klar. Weil dann würde ich sagen, das reicht jetzt halt eigentlich auch. Wir haben jetzt die Leute genug in Spannung versetzt und gelangweilt. Dann würde ich sagen, wir füllen uns einfach mal ein bisschen auf, quasi die nächsten 2-3 Minuten und dann machen wir mit dem nächsten Part weiter. Und den Leuten sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen, danke für ein Like, wenn euch der Part gefallen hat, und schaut doch morgen auch wieder dabei rein. Und wenn wir zwei hier diesen Felsen noch plündern unter Wasser. Also in dem Sinne, macht's gut, habt noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.